zeige Ihnen eine Methode, mit der man sich wunderbar neu erfinden kann und mit der wir unglaublich gute Erfahrungen gemacht haben. Es geht um das Vision Board. Ich lade meine Präsentation und Sie sehen vielleicht, ich habe mich heute geschäftlich angezogen, damit Sie nicht glauben, ich wäre zu esoterisch, weil das könnte eventuell für manchen so klingen. Gut, aber zunächst schauen wir uns an, mit welchen Fragen Kunden zu uns kommen und wie das aussieht, wenn sich ein CEO oder ein C-Team-Mitglied neu erfinden möchte. Beispiel, hier hat sich eine dicke Wolke vor die Sonne geschoben. Dinge sind nicht mehr die, die sie waren. Das könnte eine wirtschaftliche Entwicklung sein oder ein Problem im Management-Team. Hier fragt sich jemand, wie halte ich dieses ständige Auf und Ab aus, die immer wieder neu erscheinenden politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen? Wie schaffe ich es, mich immer wieder neu zu motivieren? Es geht zwar noch mal eine Weile gut auf der gestrichelten Linie, komme ich immer wieder nach oben, aber letztendlich, wenn ich mir die Kurve realistisch anschaue, geht sie doch nach unten. Oder hier, wie ertrage ich es, einen großen Teil meines Lebens auf der Autobahn A1 zu verbringen? Ist es das? Soll ich vielleicht aussteigen, was ganz anderes machen? Aber wo falle ich dann hin und wie tief ist es da unten? Ich war immer gewöhnt, dass es auf der Karriereleiter nur nach oben geht. Und jeder sieht, dass meinem Auto ein Rad abgefallen ist und dennoch werde ich angeschrien, schneller auf ein Ziel zuzufahren, das andere gesetzt haben. Diese eindringlichen Fälle stehen in enormem Gegensatz zu dem, was man lesen kann, wenn man heute in Portalen liest oder Presse anschaut. Hier ein Beispiel von dem Red Bull Magazin, wo es um New Work geht und diese Artikel gibt es ja sehr, sehr viele. Es wird wirklich viel versprochen. Es geht um das Ende sinnloser Tätigkeiten, also dem Hin- und Herfahren auf der A1, das Ende der Büros, damit verknüpft, das Ende von Stress in der Arbeit, ständig diese Verwerfungen von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Das Ende von Gehaltsklassen, wo falle ich hin, wenn ich mich hier unabhängig mache und aussteige? Das Ende des Doppellebens, wie bin ich eigentlich ohne Pretty Face? Und vor allen Dingen, wie für uns sehr wichtig bei CEO Positions, die CEOs, das Ende der Alpha-Tiere, tatsächlich. 93% aller Leute wollen aber einen starken Halt. Wo soll der herkommen? Sich von innen heraus neu zu erfinden, ist unserer Erfahrung nach die einzig mögliche Antwort. Denn den Trends nachzulaufen, das ist einfach. Ja, Scrum, Agility, New Work auszuprobieren, super, aber ist man das selber? Wie geht's einem dabei? Vielerfach ist das nicht nachhaltig. Und mein Beispiel hierfür ist, sind Sie feldabhängig oder feldunabhängig? Und ich würde das gerne am Beispiel von dieser Tasse zeigen. Denn wenn der Brunnen, auf dem wir uns bislang befunden haben, in unserem Berufsleben, in unserem Wirtschaftsleben, wenn wir da drauf gestanden sind und es war recht stabil und dieser Boden sich jetzt anfängt zu bewegen, dann ist die Frage, was passiert mit uns? Und Sie sehen das an meiner Tasse ganz schön. Wenn je nachdem, wie stark es abwärts geht, dann leert sich die Tasse und dieses Gefühl des, ich leere mich, ich habe nicht mehr die Kraft, die ich hatte, das ist absolut überwältigend und das sehe ich bei unendlich vielen Personen, mit denen wir zu tun haben. Die einzige Frage kann also sein, wie werde ich feldunabhängig? Wie bleibe ich stabil, wenn der Boden unter mir nachgibt und behalte meine Ressourcen in mir? Hier im Bauch eigentlich, ja? Wie schaffe ich das? Und da ist auch die Lösung im eigenen Bauch. Aber
dieser Eureka-Moment des Ich habe es gefunden, das ist eigentlich der, den wir suchen und brauchen. Und dazu machen wir ein Vision Board. Und das Vision Board ist eine ganz alte Sache. Also seit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren haben die Menschen nach Bedeutung gesucht, nach Guidance und haben in die Sterne geschaut, haben in die Erde geschaut, haben Orakel befragt. Das machen wir auch. Wir schaffen es mit einem Vision Board, dass sie anderen auch wieder Orientierung geben können und Halt und Kraft finden und die optimale Lösung in sich selbst erkennen und vor allen Dingen, wenn sie mit anderen sprechen, auch viel besser erklären können als vorher. Die Methode, die basiert auf einer alten Lehre von Bernhard Langwald in München, einem sehr, sehr alten Coach, der viel in Südamerika war und diese Methoden mitgebracht hat, zum Teil von Schamanen. Ganz straffer, sehr wirtschaftsorientierter Prozess, 3,5 Stunden, eine Kreativsitzung, obwohl viele von Ihnen sagen, sie sind nicht kreativ und sie können vor allen Dingen auch nicht malen und gestalten. Aber ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Hier das Beispiel von jemand, der von Schlaflosigkeit spricht, von einem nie gekannten Pensum, von einem Worst Case und der rechts oben eine Lösung findet, wie er persönlich damit umgehen kann. Oder jemand, der sagt, das Ziel meiner Arbeit soll saubere Arbeit sein. Ich möchte ein gutes Gewissen haben und gleichzeitig starke Rendite bringen. Dazu brauchen wir eine geniale Idee. Die gilt es zu finden, die gilt es zu leben. Hier ein Turnaround. Sie sehen die Pfeile links, bunt und in alle Richtungen unterschiedliche widerstreitende Strategien. Natürlich resultieren daraus gute Zahlen, schlechte Zahlen. Rechts die grünen Pfeile, alle in einer Reihe. Das ist die Vision. Da geht's lang. Hier jemand, der nochmal richtig Gas geben wird. Der Rennfahrer unten zeigt es. Da sind die PS. Da ist noch lange nicht Schluss bei dieser Person, die 58 ist. Hier geht nochmal ganz viel Power auf die Straße. Und wenn Sie jetzt glauben, es wäre einfach, diese Interpretation zu machen, so wie ich sie jetzt gerade einfach darstelle, dann ist das leider nicht so, sondern das ist eigentlich das, was ich die letzten 15 Jahre gelernt habe. Und die Kunst tatsächlich darin steht, aus Ihnen selber diese Begrifflichkeiten und Interpretationen herauszulocken durch eine ganz bestimmte Fragetechnik. Und das ist das, was Sie hinterher als Protokoll, Audio und per Text mitnehmen werden. Eine echte Betriebsanleitung für sich selbst. Fazit. Eine klare Beschreibung des Weges, der vor Ihnen liegt. Umsetzen müssen Sie ihn selbst. Aber der Weg ist da. Und das gibt enorm viel Energie und Entschlossenheit, weniger Zweifel, Klarheit im Ausdruck nach außen und eine ganz natürliche Rückkehr zu dem, was Sie zu einer guten Führungskraft macht. Dann, wenn Sie das Board leben, wenn Sie das tun, was darauf steht, dann materialisiert es sich, weil Sie nur darauf gebaut haben, was Sie tatsächlich können. Wir bei CEO Positions, wir können Personal Branding und Reputation für Unternehmen. Wir arbeiten viel und gerne mit solchen Techniken, weil wir davon überzeugt sind, dass die Lösung immer in Ihnen selber liegt und nicht von uns kommen kann. Wir sind die Katalysatoren, wir sind die, die die Fragen stellen. Wir sind die, die helfen, den Prozess zu moderieren und natürlich Sie bei der Stange zu halten und zu tracken. Bis bald. Tschüss.